Hallo Leute, heute ist Sonntag, heißt es ist Loki-Tag und Loki-Tag heißt, wir besprechen heute die fünfte Folge von Loki. In der letzten Folge wurde Loki weggestutzt und ist an einem Ort aufgewacht, wo drei Loki-Varianten auf einmal vor ihm standen. Ein alter Loki, ein Loki, der anscheinend Mjolnirs Hammer trägt und ein Alligator-Loki. Und was in dieser Folge passiert, das wird der Herr zu meiner Linken nun weiter ausführen. Seid gegrüßt, Leute. Und in der heutigen Folge ging es hauptsächlich um den Ort, wo die Gestutzten sich wiederfinden. Und zwar ein Ort der Lokis anscheinend, denn der Ort ist voll von verschiedenen Lokis. Und an diesem Ort gibt es auch eine Gestalt am Himmel in Form einer Wolke, die bewacht wohl die ganzen Leute da, beziehungsweise frisst die auch ganz gerne mal auf. Und so wird unser Loki, der in diesem Ort aufwacht, auch von den Gestalten in Empfang genommen und sie wandern erstmal eine Runde durch den Ort. Und er stellt immer wieder erstaunt fest, dass es auch noch andere Formen von verschiedenen Lokis gibt und ja, die besprechen natürlich auch, was deren Nexus-Vorfall war. Ja, und so will unser Loki da auch wieder weg, aber die anderen meinen, dass die Gestalt im Himmel aber zu mächtig ist, das wird nicht funktionieren. Und so fängt er an, einen Plan zu schmieden. Und als dann letzten Endes auch Sylvie, die vorher noch bei der TVA war, sich selber wegstutzt, um auch zu diesem Ort zu gelangen, um Loki zu helfen, auch halt dort auftaucht. Ja, da fangen die an, zusammen einen Plan auszuhacken. Ja, aber als allererstes kommt Sylvie natürlich in einem Pizzamobil rangefahren. Das ist quasi mal so grob zusammengefasst die Folge und ja. Sie legen sich dann zusammen noch mit der Wolkengestalt an und wollen sie verzaubern, was sie dann auch hinbekommen. Dem Wolkenbello. Genau. Dessen Namen ich vergessen habe, deswegen nenne ich ihn ab jetzt Wolkenbello. Genau. Und dann wollen sie ihn verzaubern und ja, das Ganze scheint etwas ausweglos, weil die Wolkenbestie dann ja, Sylvie und Loki wegballern will. Doch dann kommt der alte Loki und haut mal richtig einen raus. Der lässt nämlich einfach mal eine ganze Stadt entstehen. Als Illusion, was dann das Wolkenmonster quasi auf ihn zieht. Währenddessen unterhalten sich Loki und Sylvie, dass die beiden das machen müssen, weil es sonst nicht klappt und schießen weiter ihre Magie da rein und ja, der alte Loki wird leider in einer ziemlich epischen Szene dann am Ende weggefuttert. Genau. Und die beiden können halt die Wolkenbestie verzaubern und sehen am Ende ein Schloss. Und das ist das Ende der Episode. Genau, da hört die Episode auch auf, ohne dass wir wissen, wer in diesem Schloss lebt. Das werden wir dann wohl in der nächsten Folge erfahren. Und ja. Aber eine Frage bleibt ja, Matti. Welche Frage? Was ist deine Lieblings-Loki-Variante? Der Alligator, würde ich sagen. Genau. Ich finde auch, der Alligator-Loki sollte Präsident werden. Ja. Er hat nämlich einem anderen Loki einfach die Hand abgebissen. Da haben wir gesehen, wie mächtig er eigentlich ist. Und ich denke, wenn der Alligator in die Wolkenbestie reingeschmissen worden wäre mit einem Katapult, hätte er die Wolkenbestie einfach weggefuttert. Wahrscheinlich hätte er das getan, ja. Weil Alligator-Loki ist mighty. Vielleicht auch almighty. Schreibt gerne mal in die Kommentare, welche Loki-Variante ihr am coolsten fandet. Also genau. Ich denke, Alligator-Loki war der geilste. Schon eigentlich eindeutig. Eindeutig, sehr eindeutig, ja. Ja, wie fandest du die Folge, Matti? Ja, ich finde auch hier, wie bei der letzten Folge auch, die Story geht endlich wieder vernünftig voran. Die ganze Serie hat wieder etwas Pep, hat auch Einfallsreichtum, auch mit diesen verschiedenen Loki-Gestalten jetzt und auch mit dem Plan, wie es weitergeht. Wir haben lustige Szenen dabei, wir haben gut gemachte Action-Szenen dabei und ja, auch lustigerweise den ein oder anderen epischen Charakter, ne? Dieser alte Loki halt auch, wo der am Ende mal eben die Stadt aufbaut und von der Bestie gefressen wird. Genau. Vorher war der relativ irrelevant, würde ich fast sagen. Der hat zwar so ein bisschen was erklärt und so, aber ansonsten war der nicht so interessant. Ja, und mit der Szene, die hat extrem viel für diesen Loki rausgeholt, finde ich. Ja. Also insgesamt eine doch echt gut gelungene Folge. Ja, vor allem hat man quasi die Psyche von Loki auch weiter untersucht, in dem Sinne, dass die Varianten eigentlich fast alle gedacht haben wie er und der alte Loki hat das dann so ein bisschen auseinandergenommen, ne? Von wegen, ja, immer müssen wir was beherrschen, immer müssen wir Leute verraten, warum machen wir das eigentlich nur, damit wir herrschen können, ist doch voll schwachsinnig so und im Endeffekt sind wir alle allein und so. Genau. Fand ich schon ganz cool, auch wie er dann erzählt, dass wie er Thanos entkommen ist, dass er ihn natürlich nicht angegriffen hat und sich dann verzogen hat. Um alleine zu leben, bis er dann gemerkt hat, fuck,
alleine leben ist nicht so geil, ich bin ziemlich einsam, deswegen will ich wieder zurück zu Thor und ja. Dann wurde halt eingeschnappt, eingesackt von der TVA und weggestutzt. Genau. Und fand ich ganz cool, wie er dann dieses ganze Schema von Loki einfach mal nimmt und aufbricht. Ja, auf jeden Fall sehr interessant. Auch wie Loki selber am Ende sagt, dass er ja alle verraten hat, die er geliebt hat. Und ja, dass er im Endeffekt sein ganzes Königreich da verraten hatte. Und dass er auch weiß, warum und weshalb. Und dass er jetzt halt ein anderer ist, ne? Das erwähnt er Sylvie gegenüber. Ja, genau. Als die halt meinte, dass sie hofft, dass er sie nicht auch verrät am Ende. Und die, das ist halt ganz lustig, weil im Endeffekt ist das ja voll die harte Selbstverliebtheit. Genau. Weil ja Loki liebt im Prinzip. Und ich fand aber ganz lustig, dass Loki kurz bevor Mobius sich aufgemacht hat zur TVA mit diesem Tablet und dann ihm nicht nur die Hand gegeben hat, der hat dann also quasi so gemacht, komm, na, lass umarmen so ungefähr. Mhm. Und dann guckt der Sylvie so an, du bist meine Lieblingsvariante. War schon ganz witzig. Ja, auf jeden Fall. Und ja, war viel Psychologie drin wieder, also ein bisschen Dramatik, bisschen lustig, das Pizzamobil war cool. Ja, und jetzt können wir eigentlich schon theoretisieren, wer denn jetzt in dem Schloss hockt. Wobei nein, halt, kurz noch Unterbrechung, ich muss, wir müssen auch so ein bisschen drauf eingehen mal, was wir entdeckt haben in der Folge. Da lagen nämlich einige Sachen in der Gegend rum. Einmal die Black Pearl. Glauben wir zumindest, dass wir die gesehen haben. Ich denke mal, ja, da war ein Segelschiff, ein fetter Dreimaster mit Ausguck oben dran und. Das erinnert doch stark an die Black Pearl aus Flut der Karibik. Und da das ja nun mal eine Disney-Serie ist und Flut der Karibik auch ein Disney-Film war, würde mich das nicht wundern. Und das zweite Ding war ein Schild, wo ich erst dachte, vielleicht ist das ein Prototyp von Captain America's Schild. Allerdings ist Kampf der Titanen, der alte, glaube ich, auch von Disney oder von der Disney-Produktionsfirma. Deswegen könnte ich mir auch vorstellen, dass der Schild, der da lag, was mit Kampf der Titanen von, ich weiß gar nicht, 1980, 90, 70, irgendwie sowas zu tun hat. Dann haben wir noch den Thanos-Helikopter gesehen. Der ist, ich glaube, aus dem ersten Auftritt in den Comics von Thanos. Mhm. Weil da ist er nicht geflogen mit einem Jetpack oder der konnte fliegen. Der hatte einfach einen Helikopter und hat dann Dynamit, glaube ich, über die Stadt abgeworfen. Und zwar war noch sehr abgefahren. Was haben wir noch gesehen? Wir glauben, dass wir einen X-Wing gesehen haben. Sind wir uns nicht sicher. Mhm. Was haben wir noch gesehen? Eine Sache haben wir, glaube ich, noch gesehen. Ja, Asgard wurde aufgebaut von dem alten Loki, quasi aus den Schrottteilen. Und eine Sache haben wir, glaube ich, übersehen. Ich weiß aber nicht mehr welche. Könnt ihr mal gerne schreiben, was ihr so alles entdeckt habt. Genau, jetzt kommen wir darauf, wer in dem Schloss leben könnte. Was glaubst du? Echt schwierig. Also ich selber habe so erstmal gar keine Ahnung. Ich bin jetzt in diesen Fan-Theorien nicht so drin. Okay. Aber es ist halt echt schwierig. Ich weiß es nicht. Ich glaube, dass entweder Kang the Conqueror da drin lebt und dass er dann am Ende von Loki irgendwie entkommt und in Ant-Man and the Wasp wieder auftritt, also in Ant-Man 3. Oder vielleicht auch Doctor Strange. Weil es gab den ersten Trailer zu Marvel's What If, die ja dann im August startet, also nächsten Monat, und quasi die Nachfolgeserie dann zu Loki ist. Und da haben wir es anscheinend mit einem bösen Doctor Strange zu tun, der dann mit den, Watcher hießen die, genau, mit den Watchern unterwegs ist und sich verschiedene Zeitlinien anguckt. Okay. Um den bösen Doctor Strange zu finden, irgendwie so. Auf jeden Fall hat man einen bösen Doctor Strange gesehen. Und eventuell lebt der da und manipuliert gerade die Zeitlinien. Und deswegen macht er einen so auf König der Zeitlinien. Würde auf jeden Fall. Also klingt logisch, kannst erklären. Ja, vor allen Dingen wird das dann sehr schön auch in die Marvels What-If-Serie reinspielen. Und ja, dann hätten wir direkt quasi einen Anschluss an die nächste Serie. Und es passt ja zu Doctor Strange, ne? Weil bei dem hat man ja das erste Mal bei diesen verschiedenen Zeitstränge so richtig was erfahren. Genau. Und der Film Doctor Strange and the Multiverse of Madness, der kommt ja nächstes Jahr, meine ich. Und da kommt ja nicht nur Wanda drin vor, da soll ja angeblich auch eventuell, meine ich, was der Ghost Rider, ich bin mir nicht sicher, ich meine Ghost Rider sogar, vorkommen. Momentan sind auch irgendwie Bilder aufgetaucht von Kevin Feige, also der Chef von Marvel Studios, mit Hugh Jackman zusammen, der ja Wolverine gespielt hat. Also da kommen eventuell noch ein paar Sachen auf uns zu, kann man sagen. Ich bin mal gespannt.
Ich bin auch sehr gespannt, vor allen Dingen Wolverine im MCU zu sehen, wäre ganz witzig. Und ich bin aber auch allerdings gespannt, was jetzt mit Mobius ist, ne? Der ist ja auch durch seine Töter gegangen jetzt in der Folge. Und das war's dann erstmal von ihm. Ich denke, der Endgegner von Mobius wird halt die Chefin der TVA sein. Das könnte sein, ja. Weil sie interessiert zwar, was jetzt hinter der TVA steckt, aber hält sich trotzdem noch an die Regeln. Und ich denke mal, Mobius wird dann da hingehen und mit ihr so ein bisschen den finalen Kampf für seine Geschichte haben und sich dann vielleicht in seine Zeitlinie auch wieder zurückziehen, um dann am Ende, ich call's jetzt, finale Szene von Mobius, er ist auf dem Jetski. Weil er hat ja so ein Jetski-Magazin und er wollte die ganze Zeit Jetski fahren. Ich glaube, das wird seine letzte Szene, das wäre cool. Das könnte sein, aber auf jeden Fall, dass er quasi in seine normale Realität zurückkehrt, sag ich mal. Ja, ich denke alle. Auch die Chefin dieser Eingreiftruppe, die haben wir auch kurz gesehen. Das ist ja einfach nur eine Zahlenkombination, der Name, ich vergesse es immer. B15, glaube ich. Genau, und die wird dann wahrscheinlich auch wieder zurück in ihre Zeitlinie gebracht. Da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Und ich bin auch gespannt, was mit Sylvie und Loki passiert, weil ich habe irgendwie die ganze Zeit so das Gefühl, dass mindestens einer von beiden draufgehen wird, wenn nicht sogar beide. Möglich, muss man auch abwarten. Weil irgendwie muss er das erklären, dass wenn wirklich Kang the Conqueror da drin ist oder der böse Doctor Strange, dann muss er irgendwie erklären, wie die dann wieder vorkommen können, wenn sie da der Endboss sind, so ungefähr. Mhm. Naja, und das wäre dann das Wahrscheinlichste, dass du wirklich sagst, die werden halt von dem umgenietet, so ungefähr. Oder die gehen nach einem anstrengenden Kampf quasi im Unentschieden auseinander oder so. Ja, oder dass die merken, okay, wir haben keine Chance gegen den, wir verziehen uns wieder. Irgendwie sowas. Es gab ja auch Theorien, dass eventuell Dr. Doom da drin hängt. Okay. Das wäre aber fast ein bisschen zu früh, würde ich sagen. Also es wäre geil, weil Dr. Doom ist cool, aber das wird halt nicht passen, weil, wie gesagt, ich glaube, Fantastic Four ist noch in der ganz frühen Konzeptionsphase. Und da jetzt schon Dr. Doom einzuführen, wäre ein bisschen früh. Deswegen bleibe ich bei der Theorie, entweder Kang the Conqueror oder ein böser Doctor Strange. Also eine Variante von Doctor Strange im Prinzip. Werden wir auf jeden Fall definitiv in der nächsten Folge erfahren. Das stimmt. Die nächste Folge wird auch dann die letzte sein, Folge 6. Und dann wird sich alles entfalten, der ganze Plot. Die Rätsel werden hoffentlich alle gelöst werden und wir werden auch hoffentlich ein cooles Ende erleben für Mobius, für die Lokis. Und ja. Ich hoffe, dass Alligator-Loki die Welt übernimmt. Genau. Herrscher über einen Zeitstrang. Herrscher über das MCU. Und das wäre doch ganz gut, wenn Kevin Feige demnächst mit Alligator-Loki zusammenarbeitet, um die Filme zu machen. Ja, das ist das Ende dieses Videos. Ihr dürft gerne einen Daumen nach oben, Kommentar abonnieren, Glocke drücken, damit ihr kein Video mehr verpasst. Alles, was geht. Alles, was alles kann, nichts muss. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann auch im nächsten Video wieder, was dann da entweder das Bad Batch Video wird, was wir dann, wenn es zeitlich klappt, eventuell dann irgendwann im Laufe der nächsten Woche aufzeichnen und dann im Laufe der nächsten Woche auch veröffentlichen, wenn ich es schaffe. Oder halt dann spätestens am Freitag, wenn das nächste Monsterverse-Turnier-Video kommt. Ja, das war's. Dann würde ich sagen, Leute, bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal und huldigt Alligator Loki. Genau. Ciao, ciao. Ciao, ciao.